Zurzeit haben wir kaltes Wasser am Bernsteinsee und das bringt natürlich wieder neue Herausforderungen mit sich und die Fische beißen schlechter. Hier flaches Wasser und jetzt mit dem Sigrig geht's vielleicht doch ganz gut. Also testen wir doch einfach mal hier das neue Sigrig mit kalten Wasserbedingungen und an Stellen, wo es eben schön flach ist. Das heißt, wir sind ja jetzt hier gerade eben mal auf 9 Meter Entfernung, da wo es eben nicht ganz so tief runter geht und eben nochmal kälter wird, sondern relativ flach am Ufer. Und da, wo es dann sich ja, ich sag mal, deutlich schneller auch wieder aufwärmt. Und siehe da, es geht auch hier ganz gut los. Und das mit dem einfachen Sigrig. Also gar nicht so groß und kompliziert aufgebaut hier. Relativ simpel. Die Aromatik kennen wir ja, die funktioniert ja. Hat ja zumindest die letzten Tage auch schon sehr gut funktioniert. Alles komplett auf Kaviar. Und dementsprechend testen wir jetzt auch hier das Sigrig mit Kaviar und es scheint zu funktionieren. Der Carbforce hatte das schon getestet und es hat bei ihm schon funktioniert. Der Carbforce hat das schon im Discord auch gepostet, gestern auch noch Bescheid gesagt, ja, funktioniert. Also nicht nur in der Theorie, sondern tatsächlich auch in der Umsetzung, in der Praxis kann man sagen, alles klar, mit dem Sigrig bei kalten Wasserbedingungen. Wir haben es jetzt hier die ganze Zeit immer noch kalt, 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 kalt. Dementsprechend ab in dem flachen Bereich, im Uferbereich, wo es ein bisschen wärmer ist, mit in dem Fall jetzt gerade hier 80 cm Vorfach, aber wir gucken uns das gleich im Detail alles noch an. Aber dann eben mit dem Köder an der Oberfläche, wo die Sonne eher drauf scheint. Und ja, es funktioniert. Ich bin jetzt hier im Vergleich zu seinem Setup nochmal ein bisschen dicker reingegangen. Also zum einen habe ich kein PVA in der Verwendung, sondern einfach nur Futterbällchen. Denn wir können ja hier, zack, kein PVA dran machen. Und zum anderen habe ich hier ein bisschen dickeres Vorfach auch verwendet. So, und dickere Boilies, beziehungsweise ja, den Foam. So, erstmal wieder raus. Und weißt du was? Wenn das hier auf den großen auch funktioniert und das blaue hier ist auch wieder groß, dann werde ich gleich das Setup, das rüsten wir dann gleich einfach mal gemeinsam um. Und dann haben wir einmal ein komplettes Sigrig in groß zusammengetüdelt. Na, ist er dran? Ist er noch nicht? Doch, ist dran. Jawohl. Na, siehst du, das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus und das sind auch vernünftige Größen, die hier reingehen. So soll das, denn ich hatte das gesehen bei ihm, er war da sehr fein und klein unterwegs. Da habe ich gedacht, na, ob da jetzt aufgrund des dünnen Vorfachs und des kleinen Köders, aufgrund dessen, dass es dann so klein und fein ist, ob die deswegen so gut gebissen haben, ob er deswegen so schnell den Kescher voll gemacht hat. Innerhalb von einer Stunde 20 ungefähr, hat er, glaube ich, gestern noch geschrieben, war der Kescher komplett voll. Also, das ist natürlich jetzt die Frage, ist es deswegen gewesen? Es waren auch relativ viele kleine drin. Kannst du übrigens nachgucken, Link zum Discord ist unterm Video. Einfach mal reingucken, wie er das gemacht hat. Ich gehe jetzt hier ein bisschen dicker rein. Ich will ein bisschen die dickeren Fische haben. Ich will die dickeren Karpfen rausziehen. Deswegen komplett dicker. Und ich würde sagen, wir bauen mal das jetzt hier gerade um auf ein bisschen dicker. Also Sigrig ausgewählt natürlich. Sigrig Montage. Und dann sind wir hier noch mit Monoschnur einfach unterwegs. 36 Kilo Leadcore. Das Blei natürlich dazu. Und dann hier auf 80 cm hat er ausgewählt. Ich hatte erst gedacht, komm, teste mal von 70 bis 90. Also 70, 80, 90 ist an für sich oder ist als Tipp ja immer gegeben oder immer mal wieder gegeben worden auch schon. Also ruhig verschiedene Längen zu testen, weil wir vielleicht auch noch so ein bisschen Schwankungen haben im Tagesverlauf. Wer weiß, ob sich das nochmal auswirkt. Aber jetzt auf 80 cm habe ich es erstmal gelassen und es funktioniert. Was ich hier gemacht habe, ach, hier habe ich schon geändert. Okay, ich habe hier schon 36 Kilo drauf. Er war mit 18 Kilo unterwegs, fand ich jetzt ein bisschen zu wenig.
muss ich jetzt nicht haben, den Drill und die Action. Dafür, wie gesagt, bin ich jetzt hier auch gerade hier nur mit dem kleinen Foam in 15 und den ändern wir jetzt nochmal in Red 20. Das ist der größte sozusagen hier von den einfachen Red Sticks 20. Noch größer wäre dann natürlich eine doppelte Kombination. Aber im Moment bin ich jetzt gerade einfach so unterwegs und es scheint auch so zu funktionieren. Denn die beiden anderen Routen hier sind alle schon genau so aufgebaut. So, komm mal ran hier. Ja, auch mal was Kleines dabei, aber eben auch hier eben auf dem Zigrig 20. Hier könnte man natürlich jetzt weiter anfangen rumzuspielen. Ne? Also machen wir die Kombination mit dem Maiskorn. Also den Foam plus Kunstmais dazu. Oder dann, wenn man sich denkt, okay, ich will hier mehr auf weniger auf Frequenz, mehr auf die dicken Karpfen, dann vielleicht eine doppelte Kombination, zwei Foams oder andere Farben noch mit reinmischen. Vielleicht einfach mal schwarz-rot oder irgendwas für die Nacht, vielleicht noch was Fluoreszierendes mit rein oder so. Also die Möglichkeiten haben wir natürlich. Da können wir jetzt natürlich ein bisschen dran rumspielen und variieren. Im Moment muss ich sagen, bin ich so schon mal ganz zufrieden. Das waren hier so die ersten in der Nacht und jetzt gerade in den Morgenstunden, zack, 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 ging das schon ganz gut los. Die Größen sind vernünftig, also das passt alles. Ne, anfangs hier die ersten zwei, die waren ohne Futtermische noch. Auf dem Foam, da war auch hier direkt die Schleie drauf, ohne alles, den kleinen 15er. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie das läuft. Von der Futtermische her, na, den nehmen wir noch eben mit hier. Ich glaube, das war ein Fallbiss. Jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran, jawohl. Auch nochmal 3 Kilo, passt. Ja, von der Futtermische her, ganz simpel auch. Gar nichts Besonderes, einfach komplett auf Kaviar. Die Aromatik, ne? Also der Foam ist ja neutral, es ist nur eine Farbe. Und der Foam ist quasi nur das optische Lockmittel sozusagen und das Trägermaterial für den Dip. Das heißt, letzten Endes variieren wir nur die Dips, um verschiedene Aromen rauszuwerfen. Eigentlich eine super geile Idee. Das heißt, wir könnten eigentlich hier bei den ganzen Dips, na, wie heißen die alle, keine Ahnung, Van Sand und so weiter, können wir dann eben hier die gesamten verschiedenen Dips eigentlich nur variieren. Und wenn wir hier mit den Dips halt durchgehen, haben wir eigentlich hier diese Auswahl an Dips und verschiedenen Foams als Möglichkeiten eben der Kombination. Mehr ist das ja eigentlich nicht. Ne? Und jetzt hier, wie gesagt, gerade mit dem Kaviar komplett. Und hoppala. Und guck mal da ist sogar einer, der ein bisschen Bock hat. Das ist doch mal nice. Einfach hier auf dem 20er Foam. Das kann sich doch sehen lassen. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Nehmen wir doch gerne auch mit. Und das auf dem Zigrig. Wer hätte das gedacht? Dass man darauf auch was Dickeres hier reinbekommt. Ballert in die Bremse bei 36 Kilo. Also Mono 36, Nylonschnur auch in 36. Gucken wir uns gleich vielleicht nochmal kurz an. Und ohne hier ganz besonders dick reinzugehen. Einfacher Spiegel, ne? Ja. Einfacher Spiegel. Sehr schön. Na, das ist doch gut. Das lässt doch hoffen, dass wir hier mit dieser Montage tatsächlich irgendwann einen sinnvollen Einsatzbereich haben. Das ist doch das A und O, dass wir quasi einen sinnvollen Einsatzbereich haben und wissen, wann wir die einsetzen, wo wir die einsetzen, das ist doch wichtig. Sehr gut. So, kommen wir mal langsam ran hier. So, das sieht doch schon gut aus. Das sieht gut aus. Und da geht's schon wieder los. Warte, wenn wir eben wieder runterdrücken hier. So, jetzt sehen wir auch gleich den Fisch. Perfekt. Komm ran hier. Jawollo. Also, knappe 20 Kilo Spiegel. Mal eben hier einfach nur. Na, da ist es. Einfach nur 1er Haken, 36 Kilo Nylonschnur ist es, diese vom Meer, die Nylonschnur als Mono. Und dann eben hier den 20er Red Foam. Das Ding einfach nur als Bällchen, als auftreibenden Schwimmköder und den dann eben in Kaviar reingedippt auf
9 Meter hier, ganz flach raus. Das heißt, wir sind ja hier oben an dem kleinen Schniepi, landen hier in diesem Kantenbereich und es treibt dann wieder auf. Wir sind gar nicht so tief unterwegs und können dann hier quasi in diesem Kantenbereich richtig schön abfischen. Jetzt können wir, wie gesagt, ja noch ein bisschen variieren, wenn wir sagen, okay, wir wollen vielleicht nochmal dickere Brocken versuchen. Also entweder auf doppelt oder wir machen hier vielleicht einfach nochmal den Kaviar rein. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach den Red. Nehmen den Red 20, nehmen dann dazu noch den Red Kaviar. So, dann sind wir komplett auf Rot mit dem Mais. Und jetzt können wir hier auch diese doppelte Kombi auswerfen. So, und dann lüppt das. So, nochmal ein bisschen stramm ziehen. Und dann gehe ich natürlich nochmal kurz jetzt hier in die Futtermische. Und ich glaube, dann haben wir alles. Und zwar war das hier die AV Total. Da ist sie in Bällchenform einfach, weil wir die ja einfach nur hier 50% aufladen. Zack. Auf 10 Meter ungefähr. So, das reicht ja, ne? Oder nicht ganz. Pup. Einfach da vorne ans Ende der Seerosen werfen. Und dann haben wir eigentlich schon die richtige Entfernung. Das Ganze hier aus simpel Mais als Basis, Kaviar als Aroma und ansonsten nur Kaviar Feed Pellets rein. Zack, 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 zack. Wir sind nur auf Kaviar hier geradeaus. Reicht also komplett. Irgendwo hat es, glaube ich, gerade schon wieder gezuppelt. Oder auch nicht. Ja, aber so kann das gehen. Und so, muss ich sagen, ist das tatsächlich gar nicht so schlecht. Also, wir haben die Bedingungen, wir haben die Wetterbedingungen. Kaltes Wasser, das ist ja das A und O. Wir haben kaltes Wasser, dafür ist der Einsatzbereich vom SigRig wohl hervorragend. Wir nehmen ein Vorfachsmaterial, was auftreibend ist, also monophiles Vorfachsmaterial. Das treibt leichter nach oben mit dem Schwimmköder. Der Schwimmköder ist jetzt unter der Wasseroberfläche, da wo die Karpfen sich aufhalten, weil sie ein bisschen Sonne tanken wollen, weil es einfach so kalt ist. Und jetzt gehen wir quasi mit dem SigRig eben da oben hin. Jetzt ist einfach nur noch die Frage, wir variieren wahrscheinlich noch am besten so ein bisschen die Längen der Vorfächer. Hier einfach auch nochmal testen. Geht man vielleicht sogar hoch auf 1 Meter, auf 1,20 Meter und so weiter. Jetzt können wir hier ausprobieren. Und ja, man sieht ja tatsächlich bis hin die Montagen oder die Boilies oder diesen Foam, wie er dann an der Oberfläche liegt. Also wenn das der Fall ist, dann ist es wahrscheinlich schon zu lang. Wobei würde ich auch gerne nochmal testen, ob man sieht, dass ein Karpfen angeschwommen kommt und aus dem Wasser rauskommt sozusagen, wenn der Köder wirklich an der Oberfläche liegt. Das wäre natürlich auch nochmal der Oberburner. Aber normal quasi knapp unter der Oberfläche und dann rein hier mit dem Foam und dem SigRig. Testen, ausprobieren. Ich glaube, wir kommen da ganz gut irgendwie voran, wenn wir eben bei kaltem Wetter im flachen Bereich angeln, die Bereiche, die sich vielleicht doch eher und leichter aufwärmen und dann eben auch noch eher in dem, also ufernahe Bereich, flache Bereiche und dann an der Oberfläche. Ich glaube, dann haben wir gute Möglichkeiten, hier das SigRig richtig einzusetzen. Petri Lümmels, Daumen da lassen, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, wenn es geholfen hat und einen Kanal abonnieren natürlich auch, hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr, Petri.